ich zum Beispiel achte auf niemanden. Jeder geht mir am Sack vorbei. Ja. Aber außer Familie natürlich. So ein Mensch bin ich zum Beispiel. So ist meine Philosophie. Mich juckt nicht, wer was sagt, wer was macht. Mich juckt nur das, was ich mache um mein Leben. In dem Sinne, so ein kleines bisschen Moralpredigt für heute aus meiner Realität. Mein Name ist J6, all in the mix. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Denn in meinem Leben spiele ich die Hauptrolle. Ab da, wenn ihr das versteht, werdet ihr merken, dass es aufwärts geht. Weil die meisten immer nur nach außen schauen. Und daher sind sie auch da, wo sie sind. Und dann wundern sie sich. Ja, ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise. Wir sind wieder in Köln, auf der Boddingstraße. Regnerischer Tag. Es ist Herbst, würde ich schon behaupten. Ja. Und ich zeige euch so ein bisschen drumherum, was hier passiert. Ja. Noch ist es nicht dunkel, noch kann man ein bisschen was sehen. Ja, let's go. Auf die neue Reise. Mal sehen, was hier so läuft. Boddingstraße, Ecke, Flughafenstraße. Hier auch nicht so weit zum Columbia-Damm, Columbia-Bad. Ja, die Columbia-Halle, wenn da mal Veranstaltungen gibt, kommen mal sehr viele Künstler hin. Aber gehen wir mal die Boddingstraße entlang. Ja, ja, Neukölln war halt immer ACAB, wa? ACAB hier an der Seite. Lass uns mal reingucken, wie so ein typischer Neuköllner Hinterhof aussieht. Ja. Boah, das sieht aus, Alter. Die Infrastruktur hier natürlich. Boah, ihr seht sie gerade selber, ne? Die lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Die Graffitis an den Wänden. Und auch wieder so Stromkabel wie in der dritten Welt. An der Wand entlang. Schaut mal bitte. Abgescherbelt, abgefuckt. Boah, das sieht aus, Freunde. Hier wollen wir näher ran. So sehen die Hinterhöfe in Berlin aus. Vor allem in Berlin-Neukölln. Schaut mal. Also hier wird definitiv nicht mehr investiert, ne? Boah, die Hausverwaltungen machen sich das sehr, sehr einfach. Ja, und die Mieten steigen trotzdem. Und da hinten ist schon wieder was. Krankenwagen, was auch immer hier läuft. Auch hier uralte Gebäude zum Teil. Ja, das Wetter ist natürlich, ne? Aber macht euch keine Sorgen, der Altweibersommer kommt noch. Altweibersommer, da werden noch mal 20, 24 Grad am Start sein. Obst- und Gemüseläden dürfen natürlich in Neukölln nicht fehlen. Das ist immer an jeder Ecke. Ja, das ist natürlich Standard bei uns. Und direkt am U-Bahnhof Boddingstraße. Ne? Die ganzen Shops hier, aber sehr viele Imbisse. Ne? Döner, italienisch, chinesisch, also asiatisch. Ist auch Standard übrigens. Schau mal die Ecke jetzt. Dritte Welt, wirklich. Favelas, Brasilien, Alter. Wisst ihr, was ich meine so ein bisschen? Und jetzt nochmal. Nicht nur der Boden, sondern auch die Wände. Bitte, bitte, dafür zahlen wir Kohle ohne Ende. Guck mal. Gehen wir nochmal näher ran. Die Wände sehen aus. Oh, jetzt wurde ich gespottet. Hier sind irgendwelche Kinder, die mich erkannt haben. Die Wände sehen aus. Ich will nicht wissen, wie es im Inneren aussieht. Ja, unglaublich. Krank. Überall Graffitis. Imbiss und Döner 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. An jeder Ecke halt, ne? Im Ganzen ist das ein komplett grauer Tag, aber macht ja nichts. Hier gibt es genug Action, in Neukölln immer. Ihr seht auch zum Beispiel den Boden, ne? Die machen hier nichts, absolut gar nichts. Hier wohnen definitiv Deutsche. Der Balkon zeigt es. Ja, Neukölln ist natürlich allgegenwärtig. Schau mal bitte die Türen an. Die Türen. Läuft schon. Geht schon. Und eine Baustelle. Was sonst? Aber guckt euch mal bitte die Fassade an. Guckt euch mal bitte an, was ich meine. Warum das so gefährlich ist. Die alten Gebäude. Schaut mal bitte, wie das absplittert. Hier machen sie auf den letzten Knochen noch was. Ja? Weil es nicht anders geht. Mann, das ganze Haus ist einsturzgefährdet. Das kann nicht sein. Miete nicht unter 1000 Euro. Zwei Zimmer. Neukölln. Guck mal bitte. Und hier nochmal auf der anderen Seite. Alter, das sieht noch schlimmer aus. Heftig.
renovieren, restaurieren, was auch immer. Da musste in Neukölln auf jeden Fall noch einiges gemacht werden. Ja. Ich bin verwundert, dass es so sauber ist heute hier. Ja, der erste Wagen hier. Geht eigentlich, ne? Mülltonnen auf der Straße, die abgeholt werden sollen. Und ein bisschen Graffiti. Na gut, den Grünen gefällt das. Ne? Die lieben sowas. Was auch interessant ist, dass immer mehr solche Automaten nach Berlin kommen. So kannst du dir, wenn alles zu ist, selbst dein Spätkauf, kannst du dir die ganzen Getränke ziehen. Ja, und nur Süßkram, Alter, Zucker. Ja, also nichts Vernünftiges, nur Chips, Cola. Also ich sehe nicht mal ein Wasser hier. Alles nur noch Süßkram. Kein einziges Wasser. Tja, das bringt natürlich, ne? Adi heiß, Alter. Ja gut, schön zu sehen trotzdem, so ein bisschen Modernität. Boddingstraße, Ecke Kinnitzer Straße. Hut, Hut. Mich würde interessieren, wie die Innenflure aussehen. Boah, die Tür ist schon misshandelt, Alter. Ne? Probieren wir mal unser Glück. Ah, ist leider zu. Da kommt ja jetzt gleich nochmal jemand raus. Aber gut, so lange warten wir nicht. Neuköllner Vibes. Die Gebäude auch uralt, aber hier ist auch dasselbe Spiel. Nichts unter 1000 Euro. Wer will hier wohnen? Das sind hier so alte, abgefuckte, marode Sozialbauten, aber immer noch sehr, sehr teuer, wenn du da leben möchtest. Die werden ja, du kriegst ja nicht mal eine Wohnung hier so. Naja, es sei denn, du bist ein Hipster und hast Connection. Wie auch immer die Leute das machen. Die Leute von LGBTQ und Co., die kriegen alles. Oder die Hipster. Die haben dann irgendwie ihre Connection, die leben dann irgendwie mit 2-3 Hemden am Tag, im Monat kommen die damit aus, aber haben dann irgendwie Asche ohne Ende. Doppelmoral. Ja, also, die sagen, ich bin Minimalist, gibt ja sehr viele hier, die so sind. Aber haben dann irgendwie 10.000 Euro im Monat zur Verfügung. Die Eltern. Oder gute, krasse Jobs, bezahlte gute Jobs. Wie auch immer die das machen. Ja, die haben dann aber wirklich nur so 2-3 Hemden und Hosen. Und die ziehen dann nur an. Und die Schuhe haben, also ein paar Schuhe nur. Keine Ahnung, wie die das machen. So richtige Öko-Leute sind das. Ja, aber dann Geld zu Haufen, wie Heu. Naja. Ist ja nicht schlimm. Ja. Zerstört nur unsere Wirtschaft so ein bisschen in Berlin, wegen der Wohnungsnot. Sonst habe ich kein Problem mit diesen Leuten. Ja? So ist das eben. Ah, guck mal hier, die Polizei auch mit am Start. Ja? Bin dann wieder mal in der Hut am Streifen. Muss ja. Ist ja immer noch Brennpunkt so gesehen. Polizei biegt sogar jetzt ab zu mir. Ja? Richtung Rathaus Neukölln. Naja, und so sieht es halt hier aus. Ich glaube, hier passiert nicht mehr so viel. Gehen wir mal wieder in die Sonderleben, dann gehe ich auch gleich sofort da essen auch vor Ort. Ja, ich habe richtig Hunger. Schauen wir mal, vielleicht nehme ich euch nochmal mit, wie ich da immer essen gehe, wenn ich zu Sonderlee gehe. Was ich essen gehe. Essigs. Was geht denn? Alles gut? Habibi Albi. Das sagt man so bei den Arabern. Schaut mal bitte, wie abgefuckt das aussieht. Ja, Graffitis, wie gesagt, sind hier was ganz Normales an den Ecken. Es ist so sauber, ich wundere mich gerade auf dem Boden. Naja, Neukölln bleibt trotzdem faszinierend. Mich fasziniert dieser Bezirk seit klein auf, seitdem ich ein Kind war. Ich bin ja hier aufgewachsen, in der Elsenstraße, da Richtung Ergstraße, Polizeistelle. Und ich bin ehrlich zu euch, es gab nie einen schöneren Bezirk. Für mich persönlich, ich spreche nur für mich. Und ich fühle mich schon wie so ein kleiner Peter Schollatour. Ja? Überall, wo ich hingehe, werde ich akzeptiert. In jedem Land. Und in Deutschland und in Berlin ist es so, egal in welchen Bezirk du gehst, es ist wie ein verschiedenes, wie ein anderes Land. Ja? Und das macht mich so stolz. Die Leute sind sehr, sehr nett, sehr, sehr offen, gehen mit mir immer sehr respektvoll um. Ja? Weil sie irgendwann mal auch erkannt haben, der Typ ist cool. Ja? Ist ein sauberer Typ. Ich habe mit niemandem Probleme, mit niemandem irgendwas. Ich gehe nicht auf TikTok live und keine Ahnung, bleib da hängen, streite mich mit irgendwelchen Leuten, mit Ausdrücken, mit Familie, auf Mutter und Vater. Das war nie mein Ziel, das war nie mein Style. Ich wollte schon immer Erwachsenen-Content bringen, für Erwachsene. Ja? Mit dem ganzen Kinderzeug eigentlich nichts zu tun haben. Aber inzwischen mache ich zwei Nischen. Einmal Unterhaltung und einmal YouTube für die Älteren. Die Politik und das, was in Deutschland passiert. Ja, man muss heutzutage vielseitig sein. Du kannst nicht nur eine Sache machen.
Ja. Und es ist klar, wenn ich auf TikTok unterwegs bin, dass ich nicht 24/7 am Lachen bin. Das ist was ganz Normales. Ja, ich bin nur Unterhalter, mehr nicht. Ne? Ich sehe zu, dass ich meine Familie sichere, mehr an was anderes will ich nicht. Ja. Ja, so ist das. Neukölln ist schon geil. Ich liebe Neukölln. Naja, dazu kommt, ich bin nicht nur Unterhalter. Ich bin auch eigentlich ein sehr, sehr ernster und nachdenklicher Typ. Ich habe normalerweise mit Entertainment gar nichts am Hut. Also gar nichts zu tun. Aber ich mache das den Kindern wegen und wegen den Kindern. Und weil ich natürlich auch mein innerliches Kind in mir beibehalten möchte. Ne? Nicht alles ist nur ernst und schlecht auf der Welt. So, jetzt habe ich nur noch von ich von mir erzählt. Schauen wir mal, was auf der Sonnenwende los ist. Ich habe auch schon so langsam ein bisschen Hunger. Ja. Und hier sind die Telefonzellen noch ganz, auch wenn sie besprüht sind. Ja, Neukölln hat noch Ecken, die vernünftig sind. Ihr seht es selber. Hier zum Beispiel im Center ist wie ausgestorben. Hier ist kein Schwanz zu sehen, obwohl es 19 Uhr ist. Ist ein ziemlich altes Ding. Hier kommen auch nicht so viele Leute her. Vor allem jetzt bei dem Wetter. Das Ding war mal früher. Auf jeden Fall. Boddingstraße. Ihr dürft halt nicht vergessen, dass das ein Bezirk für Geringverdiener ist, zum Teil auch Arbeitslose. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Und zu guter Letzt runter in die U-Bahn, würde ich sagen. Und ich würde behaupten, dass die Boddingstraße relativ sauber noch ist. Ja? Geht so. Ah, ist auch voll. So, das war es dann auch schon meinerseits, meine lieben Freunde, der leichten Unterhaltung. Ja? Tja, für die Sonderlehre hat es jetzt aber nicht mehr gereicht. Vielleicht im nächsten Video. Danke euch fürs Zugucken. Würde ich sagen, ja, war eine tolle Reise trotzdem im grauen Berlin bei dem Wetter. Mein Name ist J6, All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Tut mir gefallen, abonniert diesen Kanal. Dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich was Neues online stelle. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße.